Kann man McDonald's hier bestellen, bitte? Ich hätte gern einmal den Deutschlandburger und eine große Cola Light mit Eis. Deutschlandburger, große Cola Light. Genau. Ab 28 bitte, 2 Dispenser, danke. Danke. So, bitteschön. Danke dir, ciao. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Angry Fast Food Review. Wir haben unser Essen, jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Der Deutschlandburger von McDonald's. Ich habe 5,49 Euro für den Deutschlandburger bezahlt. Riecht nach Beef und vor allem nach Kräuterbutter. Der Deutschlandburger ist im Moment in der Aktion bei McDonald's wegen der WM. Deutschlandburger. Tablet. Ah ja. Der kommt wieder mal in so einer Burgerwindel. Das ist der Deutschlandburger von McDonald's. Wir haben das Top-Bun. Ich glaube, diese Krümel da oben drauf ist Mais. Schwarz, rot und gelb. Ich denke mal, die schwarzen und die roten sind entweder eingefärbt oder es ist irgendwas anderes. Keine Ahnung. Darunter haben wir eine Sweet Chili Soße. Dann haben wir zweimal Beef, Käse, drei Streifen Bacon, zweimal Tomate, Salat, rote Zwiebeln, die ich sehr gerne mag. Und unten eine Kräuterbuttersoße und den Bodenbun. Eine Sauerei mit diesen Streuseldingern da oben drauf. Okay, wow. Es passiert nicht oft. Auf dem Kanal ist es tatsächlich noch nie passiert. Aber ich werde diesen Burger nicht essen. What? Ich kann... Ja, ja. Genau. Ich finde ihn einfach ekelhaft. Sorry, es geht gar nicht. Ich zeig's euch. Diese Kräuterbuttersoße ist sowas von eklig. Ich weiß nicht, was sie damit verbrochen haben. Ich probiere sie jetzt nochmal. Die schmeckt total eigenartig. Ich kann es gar nicht erklären, nach was es schmeckt, weil sie wirklich so einfach nur so... Die schmeckt gerade raus. Puh, Teufel. Also wirklich. Und dann auch in Verbindung mit dieser Pampe da oben drauf. Boah, Leute, das ist echt widerlich. Bleibt eigentlich nur eins. Den Bacon... Nein! Der Bacon ist mit der Soße verseucht! Scheiße! Oh nein. Naja, dann esse ich halt das Stück. Ich habe jetzt sogar die Schützer. Ja, Schützer. Ich habe es im letzten Video erklärt, warum ich sie so nenne. Gegessen. Aber das ist echt ekelhaft. Ich kann es gehen nennen. Ja, machen wir jetzt mit dem Rest der Zeit. Jetzt fehlt ja das Speed-Up. Gut, die Bewertung machen wir jetzt gleich noch. Was soll ich? Nein, das werde ich bestimmt. Nicht machen. Wer hat denn dich überhaupt gefragt? Willst du denn essen? Willst du wieder Bacon essen? Hm? So wie beim Shake, wo die Leute mich schon angeschrieben haben, warum du Bacon isst? Ja? Nein! Du! Du hast doch den Bacon gegessen! Musst dir mal vorstellen, du bist doch ein Schwein und isst Schwein, was soll? Kommen wir zur Bewertung. Der Deutschlandburger von McDonald's bekommt von mir keinen einzigen verdammten Bart. Ich liebe es. Diese Soße gab's schon mal und ich weiß nicht mehr auf welchem Burger. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Mir geht dieser Burger nicht aus dem Kopf. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne, ob ich den schon mal gegessen habe. Und jetzt ist mir das eingefallen. Vor 2 Jahren gab es den schon mal zur EM damals. Da fand ich ihn genauso ekelhaft, genauso widerlich und habe ihn damals auch nicht aufgegessen. Und mir war es sogar schlecht danach. Den ganzen Abend. Wer mich auf Social Media verfolgt, gerade auf Instagram, da habe ich ein paar kanadische Follower und auch amerikanische Follower und da habe ich das Bild von diesem Burger gepostet und da haben die mich eben gefragt, wie er denn schmeckt. Und da habe ich eben zurückgeschrieben, dass es eklig schmeckt, wegen dieser Kräuterbuttersoße und dieser Sweet Chili Soße oder was es auch immer ist, keine Ahnung, Ausgeburt der Hölle. Und dann fragt er mich, repräsentiert das Deutschland? Oder wie würdest du denn einen Deutschlandburger belegen? Und da bin ich ins Grübeln gekommen, weil genau das kann ich euch gar nicht sagen. Wenn euch was einfällt, schreibt es auch mal unten in die Kommentare, was ihr auf einem Deutschlandburger hättet. Vielleicht können wir uns den dann irgendwann mal bauen. Ach ja, noch was. Ich habe keine Hose an. Ciao. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry.